Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Hype-Life-Video. Wie ihr seht, ist es noch richtig früh. Ich habe eben schon ein Video für euch abgedreht, weil ich nicht mehr schlafen kann und eigentlich auch keine Zeit mehr habe zu schlafen, weil wir sehr früh ins Haus gehen werden. Und ihr wisst ja, dass ich meine Videos immer am Morgen, am Vormittag drehe und auch bearbeite und ich habe keine Videos mehr auf Vorrat. Und deswegen habe ich mich entschlossen, früher aufzustehen, damit ihr oder ich auch weiterhin meine Videos drehen kann. Zum Beweis, es ist jetzt 4.54 Uhr und ich starte mein Halblife-Video. Wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, es ist heute Mittwoch, gell? Mittwoch. Ich glaube es jedenfalls. Also es müsste Mittwoch sein. Genau, am Montag hatten meine Söhne und ich gearbeitet im Haus. Gestern waren mein Mann und ich alleine im Haus. Und heute ist dann nach Adam Riese Mittwoch. Und ganz genau 4.54 Uhr. Ja, ich hatte eigentlich geplant, um 5 Uhr aufzustehen, weil ich eben diese besagten Videos noch drehen wollte. Eben einmal mein Ankündigungsvideo. Ich habe wieder etwas anzukündigen. Ja, wir haben ja noch nicht genug, ne? Und ich habe außerdem ja noch mein Halblife zu drehen. Dann müssen die Dinger noch hochladen. Ich muss sie noch schneiden, reinstellen mit den ganzen Titeln, mit Bild. Und sie müssen vor allen Dingen auch hochladen, da ich im Haus noch kein Internet habe und auch überhaupt gar keine Zeit habe, wenn ich arbeite dort, mich mit diesen Videos zu beschäftigen. Das ist nämlich so eine Last. Einmal habe ich es nicht geschafft, meinen Vlog hochzuladen und online zu stellen, weil mein Mann mich relativ früh abgeholt hat am Morgen. Und dann habe ich nachher das im Haus machen müssen, ja, wo ich ja eigentlich hingehe, um im Haus zu arbeiten und nicht um meine Videos zu machen. Ich habe dann den Hotspot von meinem Mann genommen. Ihr wisst ja, der hat unendlich Internet. Das werde ich mir auch holen. Ich habe mich dazu entschlossen, weil dieses Hickhack und hin und her kann ich nicht mehr ab, ne? Außerdem weiß ich, dass bei uns im Haus das Internet sehr schlecht ist. Da hätte man oder muss man nämlich ein neues Internetkabel vom Haus zum Verteiler legen lassen. Und das müssten wir selber bezahlen damals. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen haben wir noch ein ganz altes liegen. Und das ist sehr, sehr schlecht. Jetzt werde ich dann mal mit dem Vermieter abklären, mit unserem Bekannten, ob die die Kosten übernehmen, der Verlegung. Nur bis das alles passiert und bis das alles geklärt ist, es dauert, ne? Also ich werde mir einen Vertrag machen mit unendlich Internet, weil da habe ich keinen Bock mehr drauf, wirklich nicht. Und dann schauen wir mal. Genau, mein Lieben, aber das soll eigentlich gar nicht Thema dieses Videos sein, sondern ich wollte ganz kurz nur mal reinschalten, mitten in der Nacht am frühen Morgen. Ich habe heute mit offenem Fenster versucht zu schlafen. Es ist mir nicht gelungen, ne? Und das, obwohl ich so müde war. Ich hatte euch, glaube ich, schon in meinem Vlog heute, den ihr heute seht, erklärt, was ich gemacht habe. Werde ich ganz kurz nochmal anschneiden. Ich habe gestern fast das ganze Haus gestrichen mit so einer kleinen Rolle. Und habe alles einmal drüber gestrichen, fast alle Räume. Mein Mann hat Brilux, hieß die Farbe, glaube ich. Die hat er verdünnt gehabt für die Maschine, damit die Spritzmaschine die Farbe ansaugen kann. Das muss nämlich relativ dünnflüssig sein. Und mit diesem Eimer, ob ihr das glaubt oder nicht, bin ich fast mit dem ganzen Haus, da war ein Engelchen in dem Farbeimer. Ich habe fast das ganze Haus mit einem Eimer gestrichen. Wie ich das hinbekommen habe, das ist keine Ahnung. Ich habe natürlich einige Räume noch ausstehend. Und zwar ist das unten der Flurbereich, wenn man reinkommt. Den habe ich noch nicht gemacht. Und das Wohnzimmer habe ich nicht gestrichen, weil da müssten ja die Klebereste von der Wand abgekratzt werden. Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Ich habe das Esszimmer gestrichen. Ich habe ein bisschen die Küche nachgearbeitet, da wo dreckig war. Dann habe ich den ganzen Treppenbereich hoch oben habe ich gemacht. Den Kellerbereich habe ich komplett gestrichen. Genau, mein Mann war nämlich bei einem Geschäftstermin für einen neuen Auftrag, den die Firma hat und ist relativ spät wiedergekommen. Ja, und dann hat er noch ein bisschen geputzt, also beziehungsweise Spachteln gemacht und da ist er fast fertig mit, muss er heute weitermachen.
Und ich und Jimmy, der geht heute nicht zur Arbeit. Der hatte eigentlich heute seinen Job, aber das macht er heute nicht und hilft mir im Haus. Deswegen, wir gehen relativ früh hin, damit Jimmy dann am Abend noch für die Uni lernen kann. Und dann kann er nämlich so gegen am Nachmittag nach Hause wieder, damit er lernen kann. Und ich und mein Mann sind ja dann im Haus und machen weiter. Die anderen Kinder sind alle auf der Baustelle und Kimi ist weiterhin krank. Der ist darf krank insofern, als dass er nicht körperlich arbeiten darf. Und ja, das ist natürlich doof gerade jetzt, aber nicht zu ändern. Insofern, ich hatte gestern Abend bei eBay Kleinanzeigen einen Tisch mit einer Eckbank gesehen. Die sieht aber re richtig versifft aus. 15 Euro kriegt man sicherlich auch geschenkt. Aber ich möchte die doch nicht haben. Ich hätte die Dame angeschrieben, wir könnten die heute Vormittag abholen. Aber ich würde lieber so eine Holzeckbank wieder haben. Ihr erinnert euch, wir hatten bei uns früher so eine gemütliche Holzeckbank. Problem ist nur, dass die alle Geld kosten. Und die, die ich wirklich haben wollen würde, kosten auch relativ viel. Und ich hatte ja gesagt, dass ich kein Geld mehr für dieses Haus ausgeben will. Deswegen, ich bin noch weiterhin auf der Suche. Aber wir brauchen jetzt langsam einen Esstisch. Und wenn ich keine Ecke finde, würde ich auch einen Esstisch nehmen. Und deswegen hatte ich jetzt alternativ diese Ecke genommen oder nehmen wollen. Aber irgendwie, die sieht so ungemütlich aus. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Aber wir müssen ja auch irgendwo sitzen und essen, ne? Ich habe auch dieses Gerät noch nicht, um meine Sesse zu reinigen. Das ist aber auch jetzt nicht so lebenswichtig, aber schon eklig, ne? Wir sitzen schon ab und zu drauf und ich würde die gerne einmal komplett sauber machen. Mal gucken, vielleicht mache ich das heute. Ich habe aber auch noch keine Drogerie gefunden bei uns, wo es die auszuleihen gibt. Da habe ich bei Rossmann mal auf der Internetseite geguckt. Rossmann will Personalausweis haben. 20 Euro musst du für dieses Sapur-Zeug bezahlen. Oder 21 Euro kostet das, glaube ich, jetzt 21,95. Den musst du nehmen und dann kannst du das Gerät kostenlos ausleihen, musst aber eine Kaution von 200 Euro hinlegen. Das finde ich ganz schön viel, ne? Und bei DM musst du zusätzlich zu deinem Ausweis auch noch die Meldebestätigung vorzeigen. Das finde ich jetzt sehr eigenartig, weil ich habe meine Meldebestätigung hier gar nicht dabei. Die ist im Dorf. Und ja, da muss ich mal gucken. Das ist ja alles sehr suspekt. Und 200 Euro Kaution finde ich schon richtig viel, muss ich sagen. Aber hilft ja nichts, ne? Was Bus, das Bus. Ich hatte jetzt aber keinen Rossmann gefunden, der das Ding vorrätig hat. Jedenfalls nicht auf der Internetseite steht das irgendwie nicht. Also muss ich mal gucken. Vielleicht war ich auch zu doof. Ich habe nur ganz kurz geguckt, dass ich da nochmal schaue. Jimmy Smart passt das Ding aber auch nicht rein. Aber dann müssen wir das Auto von meinem Mann nehmen, wenn der kommt. Deswegen würde ich am Morgen früh mal bei uns in der Hamburger Meile anrufen, ob der Rossmann das da hat oder DM das da hat, weil es gibt es ja beides da. Und wenn das der Fall ist, hole ich mir das Gerät ab. Nachher mit Jimmy und dem Auto von meinem Mann. Dann kann ich nämlich da schon mal mit anfangen. Dann ist das schon mal sauber. Ich glaube, gesehen zu haben, dass man es 3 Tage kostenlos mieten kann. Und das werde ich dann auch machen, würde ich mal sagen. Allerdings, wenn ich jetzt diese Eckbank mir holen würde, sie sagte, dass ich sie heute Vormittag abholen sollte, was schwierig wäre, weil wir den Bus nicht haben. Das heißt, Jimmy müsste erstmal zur Baustelle von meinem Sohn und sich den Bus ausleihen und dann das Ding abholen. Das ist sehr mysteriös, das ist sehr mühevoll immer, weil auch natürlich Hamburger Verkehr, da verlierst du so viel Zeit, ne? Ich würde sagen, machen erstmal heute das Haus komplett fertig, einmal malen. Alles andere lässt sich dann noch machen. Ja, aber die Zeit vergeht, ne? Heute ist Mittwoch. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das immer alles vergeht. Ja, mein Lieben, so ist der Stand der Dinge heute, was wir so vorhaben, was wir machen werden.
Und wir wollen relativ früh ins Haus. Also so gegen 8 wollten wir eigentlich losfahren. Es ist um 9 Uhr anfangen. Und es ist jetzt, wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es 5:04 Uhr. Da sieht man es gar nicht. Warum geht ihr so schnell aus? Sag mal. So, 5:04 Uhr. Und da könnten wir dann langsam mal anfangen, die Sachen hochzuladen, die ich jetzt hier drehe. Dann sind die nämlich schon mal auf dem Server und ich muss sie dann noch bearbeiten. Kein Problem, ich werde mir vielleicht jetzt gleich mal einen Kaffee kochen. Und ich hätte auch komischerweise so ein leichtes Hungergefühl, keine Ahnung. Ich trinke jetzt abends immer Tee. Ich habe hier diesen Erdbeertee für mich entdeckt mit so 2 Löffel Zucker. Ich muss mir unbedingt auch mal Honig kaufen, weil, wie gesagt, ich will nicht so viel Kram kaufen hier und das müssen wir alles wieder rüberschleppen. Und ich frage mich auch, wie wir diesen Kühlschrank, der ist ja so groß, der ist ja ein doppeltüriger Kühlschrank, den haben die so schwer hier hochgeschleppt. Also ich brauche unbedingt meinen zweitältesten Sohn dafür. Für den Transport am Samstag, weil Kimi kann nicht helfen. Den hat Kimi hier mit hochgeschleppt letztes Mal. Du musst unbedingt mein zweitältester Sohn, damit wir den runterschleppen. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ah ja, ich trinke immer Tee abends und muss dann immer nachts auf Toilette, ne? Und das ist schon echt unangenehm, weil da kann ich wieder einschlafen. Also wenn ich nachts auf Klo muss, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Es ist vorbei. Das war leider eben auch der Fall, ne? Sonst wäre ich vielleicht auch wieder eingeschlafen. Das kann tatsächlich sein. Aber ich habe so viel hin und her gedacht heute Nacht wieder. Habe euch auch ja in dem Ankündigungsvideo, werde ich euch erzählen, warum. Also guckt euch das heute um 12 unbedingt an, was wir uns da jetzt wieder ausgedacht haben. Ich sag's euch, ne? Aber na gut, wir werden das nochmal herausfordern, unser Schicksal, werden nochmal gucken. Ob wir das dann auch wirklich machen, was ich da, was mein Mann da gerne machen möchte. Und wenn wir es machen, dann wird das auch relativ kurzfristig angegangen werden. Oh nee, ja. Ich habe immer was Neues bei uns. Und das teile ich euch dann heute Mittag um 12 Uhr mit. Dann schaut dort gerne mal rein. Ja, dann haben wir alles wieder durch. Wie gesagt, ich werde gleich die Videos schneiden und hoffen, dass ich sie richtig einstellen kann. Ich muss mal gucken, was ich gestern gevloggt habe. Ich habe gestern fast gar nicht gevloggt. Muss mal gucken, wie lang das Video geworden ist. Sonst nehme ich euch heute Vormittag noch mal mit. Kochen wir ja gleich einen Kaffee und so. Dann dürft ihr noch mal dabei sein. Aber was auch ganz schlimm ist, ist mein Karpaltunnelsyndrom, ne? Also meine Hände schlafen derart ein, immer nachts. Das ist schon nicht mehr normal. Das ist richtig unangenehm. Auch tagsüber fangen sie an zu kribbeln. Und ich merke manchmal auch, dass ich Schwierigkeiten habe, Gegenstände zu halten. Aber sie fallen mir noch nicht aus der Hand. Das hatte ich ja auch schon mal, dass ich da, dass mir das aus der Hand fällt, ne? Ja, aber das wird schon, nee, das wird eigentlich nicht. Wenn ihr meine neuen Pläne hört, die wir haben, dann wird das nicht besser werden, sondern nur noch schlimmer. Zumindest, wenn ich da mitmache bei dem, was wir vorhaben. Mein Lieben, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich habe mir einen Pulli drüber gezogen über mein Nachtshirt und mit dem T-Shirt. Ich schlafe ja immer nur mit T-Shirt. Ich habe ja so eine Pyjama-Phobie. Also ich kann nichts ertragen, was hosenmäßig ist. Also eine Pyjama-Hose und so kann ich nie ab. Und auch lange Ärmel nicht. Da werde ich wahnsinnig, ja. Da kriege ich Hitzestau in der Nacht. Ich habe noch nie ein Pyjama angezogen nachts, sondern immer nur T-Shirt. Schlafe ich schon seit ich Kind bin so. Und alles andere kann ich nicht. Es sei denn, es ist wirklich richtig kalt zu Hause, ne? Was ja öfters bei mir mal der Fall ist, weil ich die Heizung nicht anmache. Und wenn du ein Haus hast, dann kühlt das schon aus, weil die Räume sehr groß sind in einem Haus. Und wenn die Dämmung nicht gut ist, dann wird es auch sehr kalt, wie bei uns auf dem Dorf, wenn du dann die Heizung nicht anmachst bei so kaltem Wetter. Aber hier, also wie gesagt, in einem Mehrfamilienhaus würde ich die Heizung niemals anmachen, weil das einfach hier, also hier bei uns jedenfalls, das ist viel zu warm. Ja, es reicht aus, auch wenn man keine Heizung anmacht.
Naja, gut, mein Lieben, das nur mal kurz so nebenbei erwähnt. Ich würde sagen, verabschieden uns jetzt. Und ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt. Bei mir ist der Tag schon begonnen. Und es ist richtig kacke, ne, wenn das nicht hell ist. Im Sommer wäre das jetzt schon hell. Und bei mir in Alanya wäre das auch hell, wenn ich mich im Sommer befinden würde. Dort, aber inzwischen ist es ja da auch schon, bleibt es auch da lange dunkel natürlich. Oh, na gut, wir kochen uns jetzt mal gleich einen Kaffee. Ich wünsche euch noch einen richtig tollen Tag, wann immer der bei euch beginnt. Und wir sehen uns dann nachher in meinem Vlog wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss.